dein Resultat so ist gerade, war vielleicht nicht das, was du da erhofft hast. Aber wie war denn da so generell, weil du dich wo war, so organisationsmäßig, was für Fazit kann ich so ziehen? Also mir hat gut gefallen, also das ist natürlich immer schwer, eine echte Edition. Ich meine, den erpütet sich ja selber, dass sie viele Sachen geändert haben. Natürlich auch sie haben ein bisschen rausgelehrt aus allem. Das ist normal, ich meine, eine echte Edition, sogar ein zweiter können auch Sachen schief gehen und so. Das muss ich vor Jahren muss das wissen und dann hast du einen normalen Auflauf und so. Aber am Großen und Ganzen muss ich aber sagen, dass für eine echte Edition war das aber ganz gelungen. Neko, den ich von den Spielern geholt habe, wie ich schon gesagt habe, ein ganz großes Plus, dass das eben das Notteil direkt neben dem Runner ist, der spürt eben, dass ich nicht muss, stundenlang am Auto sitzen muss, für auf den Turnier zu gehen, für den anderen Club zu fahren. Die ist noch gut am Hotel, die ist war gut am Club. Also ich habe wirklich positiv Eko gekriegt. Natürlich, ich meine, Spieler, die verknappen halt auch immer mit ihrem eigenen Resultat. Also der Spieler, den er nicht der Runde verliert, den sieht er noch nicht, weil egal was. Das ist bei mir auch so der Fall. Also wenn ich jetzt vergehe und ich verliere an der nächsten Tür, dann habe ich immer schlechte Erinnerungen drin. Wir haben im Großen und Ganzen war das aber ganz positiv. Und ich bin überzeugt, dass auch genug Spieler werden zurückkommen.